Und somit herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ja, heute wollte ich mal einen kurzen Stream machen, weil ich bin noch ein bisschen müde von gestern und allem. Ich wollte jetzt eigentlich heute nicht daran weiterarbeiten, so was wir letztes Mal angefangen hatten, sondern eher wieder in die nächste Halle, sagen wir so. Und dann nächsten Sonntag wäre dann quasi bis zum nächsten Update quasi der letzte Stream mit Enshrouded. Dann würde ich mich wieder anderen Spielen widmen wollen. So, weil wir haben hier ja schon die größte Teil der Quests. Oh, ich habe die Dinger ja noch in der Tasche. Wir haben ja eigentlich alle Quests bis auf das mit den Dings hier erledigt, mit den Hallen der Erloschenen. Und dann würde ich das mit Enshrouded erst einmal pausieren, wenn das irgendwie, also bis zum nächsten Update. Ich würde aber eben die Sachen, die ich jetzt habe, hier vielleicht mal einlagern wieder, wenn ich irgendwo Platz finde dafür. Ich packe die mal vielleicht erstmal hier mit rein. So, und so. Und ja, ich habe hier noch mal ein paar Kisten mehr offscreen gemacht. Ist ja jetzt auch ein bisschen, warte, wo haben wir das hier? Die Fackel. Sind ja jetzt halt ein paar Kisten mehr wieder geworden und auch von die alten Kisten hier ein bisschen umgelagert, umplatziert. Und oben habe ich jetzt auch noch ein paar Kisten hingetan. Hier auf jeden Fall alles voll. Ne, da oben ist noch einer, der leer ist. Aber ich würde vielleicht weiterhin offstream, also privat hier die Kisten noch umsortieren, umlagern und so weiter, würde ich noch machen. Und alle Ressourcen dann hier irgendwie hin verteilen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch hinkriegen werde. Ne, warte mal hier. So. Bis zum nächsten Update. Aber eins verspreche ich auf jeden Fall, die Kisten werden dann alle voll sein. So, wo haben wir Alden? Alden ist da hinten. Was brauchte er nochmal für den nächsten Schlüssel? Den hier. 100 Ektoplasma-Fragment und einen Riesenknochen. So. Der Riesenknochen ist hier. So. Und von hier brauchten wir 100. Nee, warte. So. So, Alden, genau, den haben wir ja. Da brauchen wir normale Knochen. Hier den Riesenknochen. Jetzt haben wir den. Dann ist jetzt die Frage, wo. Ah, es ruckelt. Sorry. Es muss immer hier irgendwie komischerweise ruckeln. Hier, finde den Hallen der erloschenen Nomadenanhöhe. Warte mal. Autsch. Das war, glaube ich. Nomadenanhöhen war die Dings hier. Da hinten der Weg. Obwohl, wir könnten auch uns hier importen. Würde ich sagen, würde, glaube ich, sogar mehr Sinn machen, wenn wir uns dahin teleportieren. Ich glaube, ich sehe den sogar schon da oben irgendwie. Kann das sein, dass er da oben ist? Ich glaube, der ist da oben.
Oder? Nee, doch nicht. Und es ist noch 600 Meter in die Richtung, 500. Hoppala. Und mal gucken, was wir alles jetzt dann noch gesammelt kriegen dort. Da war ich ja halt noch nicht drinne, also das ist dann der dritte Dungeon, den wir ja machen. Von 4 oder 5 bisher. Ich glaube, der ist doch eher da. Irgendwo. Meter. Da, da ist er. Oder doch nicht? Oder muss ich hier durch? Refugium der Flamme. Den hatten wir noch nicht entdeckt, glaube ich. Komm, ich nehme die Sachen mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Knochen brauchen wir nicht, was da rumliegt. Okay, wo muss ich hin? Der ist hier jetzt links von uns oben irgendwie, glaube ich. Müssen wir dann einen Weg dahin finden. Da leuchtet was grün. Okay, dann da durch die Höhle wahrscheinlich. Ist jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Vermutlich hier rum. Ja, da ist er. Nice. Die dritte Halle. Ich will hier trotzdem noch mal gerne alles mitnehmen. Alles, was wir finden. Okay, da vorne haben wir schon die ersten Knochen. Oh, die sind Stufe 20. Okay. Also hier sind die doch ein bisschen heftiger. So, ich glaube, muss einen kleinen Ticken leiser machen. So, wo kommst du denn her? So, natürlich nehmen wir wieder alles mit. Ektoplasma brauchen wir. So, rotes Fragmente nehmen wir auch mit. So. Obwohl, die Dinger konnte man ja auch so kaputt machen. Hä? Oder doch nicht? Egal, wir gehen runter. Oder rauf oder rein. Auf jeden Fall rein.
noch einen Strom 2. So, Bücher müssen wir auf jeden Fall alle wieder mitnehmen. Die sind wichtig. So. Komm, da war es ganz gut. So. Und hier haben wir schon mal ein Bügeleisen. Perfekt. Ich meine, die waren mal leichter kaputt zu machen. Oder liegt das am Schwert? Haben wir den überhaupt verbessert? Ja. Ich glaube, das war mit dem anderen deutlich einfacher. So, nein, nicht hinsetzen. So, und das hier. Komm, weg mit dem. Helles Elixier der Brut und besseres Miasma Überlebensfläschchen. So, Bücher wieder. Komm. Da war es doch ganz kurz. Ah. So. Ich gehe vielleicht vorsichtshalber nochmal reparieren und dann gehe ich dahin. Die gebügelte Schwert ist immer ein gutes Schwert. Ich glaube, für die Dinger machen wir das so. Geht viel schneller. Und dann sparen wir Haltbarkeit für unser Schwert. So. Hoppala. So. Mitnehmen. Das auch. Haben wir hier nochmal Zauber? Keine Ahnung, was ich mit so vielen Knochen machen soll. Wir haben schon eine Kiste mit Knochen voll und eine Kiste mit Knochenmehl. Auch schon voll. Ich weiß echt nicht mehr, wohin damit. Ein bisschen halt schon. Perfekt. Oh nein, top. Noch ein Zauberer. So. So, nächster Zauberer da.
Ich hasse die Zauberer. Schlimmste Gegner hier, finde ich, bis jetzt. Gibt's hier sonst noch was? Oder da vorne? So. Nope. Okay, hier gibt's nichts. Autsch. Hi Freddy. Da bin ich wieder, ja. Aber heute nur einen kurzen Stream. Weil, sagen wir so, ich bin von gestern noch ein bisschen müde, hab nicht viel geschlafen. Ich hatte vorhin eigentlich einen Powernap gemacht und ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen verpennt. So, wo habe ich einen Gegner gehört? Ich habe einen Gegner gehört. Ach, da oben. Komme ich da hoch? So, da haben wir den. Ah, der hat mich trotzdem... Okay. Das war übel. Der hat mich trotzdem erwischt. Komme ich auch darüber? Ey, ich mag den neuen Gleiter, wirklich. Den blauen. Aber ja, du hast recht, da erzähl lieber. Das war gestern noch richtig lange. Vor allem nach Ende der... nach Ende des Streams. Da wurde ich noch gefragt gehabt, ob ich Bock hätte, ein bisschen... GeoGuessr mit ein paar Leuten aus Neves Community zu spielen. Hatte da mit dem Paschi, Jetsetter und Zebrahead, glaube ich, war das. Ein bisschen gespielt. Okay, jetzt kommen hier einige mehr. Das war gestern. Aua. Das war gestern für mich das erste Mal GeoGuessr. Überhaupt. So. Vor allem auch, musst du dir irgendwie vorstellen, so vier Leute suchen einfach mal irgendwie. Um 5 Uhr morgens in Taiwan ein 7-Eleven. Um 5 Uhr morgens ein 7-Eleven in Taiwan. Hier ist eine Tür. Aha. Okay, das war sehr eng hier. Ein Teerbogen wieder. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Autsch. Alter, so viel Schaden hat er mir jetzt weggenommen. Also so viel Leben, meinte ich. Okay, mal gucken. Wie voll ist jetzt meine Links? So, Knochen haben wir hier. Brauchen wir nicht. Haben eh mehr als genug davon. Und hier nochmal.
Vor allem auch nach gestern, irgendwie nach dem Geogesser. Hab ich irgendwie auch Bock, das auch mal im Stream zu spielen oder so. Einfach auch mal zu machen. Die haben mich noch nicht gesehen, perfekt. Magier, Magier, da hinten ist Magier. Autsch. Zwei Magier? Ne, doch nicht. Jetzt bräuchte ich wieder langsam Bügeleisen. So, voll geht noch. Also hält noch langsam was aus, das Schwert. Okay. Gibt es hier überhaupt noch irgendwas? Hier oben, wo ich jetzt bin? Oder ist das einfach nur hier eingestürzt? Natürlich müssen die jetzt kommen. Ektoplasma-Block. Nice. Komm, weg damit. Okay, den haben wir zumindest. Jetzt erstmal verstehen, was ist hier? Wo muss ich lang? Ich versuche mal erstmal hier zu gucken. Wieder in die Flamme, verdammt. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Ersten haben wir. Nein. Nehme ich mal mit. 222 von diesen Ektoplasma-Blöcken haben wir schon. Finde ich nice. Okay, vier dieser Dinger müssen wir noch finden, von diesen Schlüssel. Nachdem da drei. Um.
Nein. Okay, ich muss... Ah, verdammt. Jo, so. Autsch. Komm, weg mit dem. Das war ein bisschen viel. Kam ein bisschen überraschend. Also, dass da auf einmal so viele sind. Hier ist ja noch einer. Der lieber in die Lava geht. Okay, ich lasse ihn in der Lava spielen. So, was gibt's hier? Vor allem, wo muss ich hin? Da sind, es sind ja noch irgendwo drei Stück. Von diesen Schlüsseldingern, sage ich jetzt mal. Es sind irgendwo noch zwei Stück von diesen Schlüsseldingern. Meinte ich. Okay, ich weiß wo. Tschüss. So. Nice. nee, gestern tatsächlich nicht sogar. Also, ich hatte mir gestern tatsächlich mehr, also zu gestern, mehr Sorgen gemacht, als wahrscheinlich da Realität ist. So. Also, vor allem das Schöne ist, diejenigen, die mich aktuell auf YouTube angreifen und so, habe ich jetzt auch von Hehl erfahren, die sind bei ihr selber sogar gebannt. Die mir da irgendwelche Scheiße unterstellen. Die sind bei ihr gebannt. Das war, war nochmal schön, das zu erfahren, zu hören. Also noch ein Grund weniger quasi, so, um mir Sorgen zu machen. Jetzt habe ich einen Knochen wieder mitgenommen. Weg mit dem. Und hier, was haben wir hier noch? Beziehungsweise, ich habe ja jetzt wieder irgendwas, glaube ich. Hier die Knochen wieder, die ich nicht brauche. Den brauche ich auch nicht. Na, aber ich finde das auch lustig, irgendwie auch mal von anderen mal zu hören oder zu sehen, so wie die über solche Leute denken, die sich irgendwie erlauben, in das Leben anderer sich einzumischen und so, obwohl die die gar nicht kennen. Okay, ich glaube, da geht's weiter. Also muss ich da hinten nochmal.
gucken. Also ich glaube, von hier komme ich nicht nochmal hoch. Also zuerst hier. Die. Autsch. Ich glaube, war ein Fehler mitten rein. Ich glaube auch, dann habe ich auch da, also Freddy, dann glaube ich auch, ich habe da irgendwas richtig gemacht. Vor allem, ich fand das auch von ihr auch die Reaktion richtig, richtig schön in dem Fall. Zwar an sich eigentlich nicht, keine schöne Reaktion, aber ich fand das schön, so weil das für mich auch dann eher zustimmend war. Als ich dann selber geschrieben und gesagt hatte, so, was erlauben die sich da überhaupt einzumischen, ganz ehrlich. Oder irgendwelche Scheiße zu behaupten. So, okay, wir wollen jetzt hier runter. Vor allem, gestern auch noch bei GeoGuessr. Aus, warte mal, bisschen laut. Gestern bei GeoGuessr wurde mir auch noch ein richtig geiler Satz gesagt, den ich mir auch irgendwie eigentlich mal verinnerlichen muss. Warte mal. Ich mache erstmal die fertig. So, jetzt. Wurde mir auch ein richtig geiler Satz gesagt. Es werden immer nur die Leute angegriffen, die den Ball haben. Oder den Ball haben. Ja. Mann. Und das war eigentlich für mich so ein schöner Satz. Dann auch noch mit Strese gestern auch noch mal kurz gequatscht. Ist auch ein nicer Satz. Ne? Strese hat mir auch gestern gesagt gehabt, so auf sowas hier. Kein, also ein Ohr rein, das andere Ohr raus. Ignorieren sowas. Bin ich auch sehr dankbar nach dem Gespräch gestern mit ihm. So, ach, hier ist noch ein Stimmel. Und was haben wir hier drin? Finsterer Halbmond Magierstab. Ich habe hier, ohne es zu wissen, Fleischwolf. In legendär. Wie viel macht der Schaden? 49. Ich behalte den erst einmal. Den zerlege ich. Ist ja auch ein Einhänder. Okay, links oder rechts? Ich fange erstmal hier an.
Warte mal. Autsch. Ach so. Beides dasselbe. Derselbe Weg. Okay, nice. Ja, gut. Autsch. So, dann bin ich mal zuerst da. Aua. Zuerst hier hin. Und die Dinger auch mal klein machen. Die Knochen muss ich gleich wieder wegmachen. Aus dem Inventar. Und das sieht aus wie eine geheime Tür wieder mal. Ja. Okay, wo? Okay, nice. Eine geheime Speisekammer oder sowas. Ein Thronsaal. Hier hinter sieht. Das sieht auch aus wie eine Tür. Von da kam ich. So, das machen wir auch mal auf. Wir wissen, was da drin ist. Marmor, perfekt. Kobrakern, Zauberstab. Okay, hinter einer Geheimtür war noch eine Geheimtür. Das finde ich nice. Stream Elements Band. Kannst du gern versuchen. Wäre aber, glaube ich, ein bisschen doof. Stell dir vor, der macht jetzt einen Bannungsantrag und beleidigt mich. Der Stream Elements. Der Duft. Okay, da geht's schon los. Da ist aber nicht. Alter! Nein! Alter, komm, weg! Weg mit dem Großen zuerst, ja? Und jetzt die Wuffis. Noch ein Wuffi. So und so. Freddy, habe ich dir schon erzählt, ich habe jetzt Gothic 3 durch. Hast du das schon mitbekommen? Ja, ich habe... warte mal. Das müssten dann, wenn ich... Ich habe das jetzt gerade neben mir offen. 1, 2. Ne, warte. Doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 111 Folgen werden, glaube ich.
Wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe oder so. Insgesamt. Also nicht, es kommen noch 111 Folgen, sondern insgesamt 111 Folgen. Das Wichtige kommt dann. Naja, das Ende mit Zugen, das ist ja schon klar. Das ist ja aber auch mittlerweile kein Spoiler mehr. Das Ende mit Zugen, das kann ich ja eh nicht mehr machen. Falls da das Ende sein sollte mit Zugen. Falls da irgendwie so ein Ende gibt mit ihm. Ich weiß ja nicht, wie viele Enden es genau gibt. Ich weiß nur, dass man die Artefakte von Adanos Zuben geben konnte, Roba oder vernichten. Und am 9. Mai kommt ja schon, da habe ich ein paar Orks zu viel gekillt. Ja, das wäre dann ein Spoiler, wenn ich dir das verraten würde. Ach du Scheiße, alles nur diese. Ich dachte, Les als Dings ins andere Lager übergelaufen. Und deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß nur, dass in der Vision da am Ende bei mir zwei Leute gar nicht vorkamen, die vorkommen hätten können. Aber bei dem einen war es klar, dass er bei mir nicht vorkommen wird am Ende, weil irgendwie ich mir immer gesagt habe, in jedem Gottteil, ich werde ihn erledigen. Und er war auch schon relativ früh erledigt, der Torus. Aber ich weiß zumindest, dass er hätte rein theoretisch vorkommen können. Wo muss ich lang? Und da muss ich hier irgendwie fliegen. Genau, die kommen eh alle wieder. Vor allem in meinen Spieldurchläufen ist irgendwie Torus gefühlt wie Kenny aus South Park. Der kommt immer wieder. Okay. Nein, da war's doch. Mist. Autsch. Oh, ich sehe da was.
lesen. Da freue ich mich schon wieder drauf. Lasst uns umdekorieren. Diese Hallen sehen so eintönig aus. Wer hat gesagt, dass ewiges Leiden so fade sein kann, sein muss? Wir könnten sie doch ganz einfach etwas aufpeppen, oder? Ich habe eine Idee. Ein Thron aus Knochen. Stell dir das mal vor. Furchteinflößend, inspirierend, gotisch. Ja, die Idee ist ein wenig platt. Aber warum sollte man sich mit Subtilität schmücken, wenn man sich stattdessen auf den Überresten seiner Rivalen regnen könnte? Ah, ich bin genial. Ich habe meine Berufung als Innenarchitektin verfehlt. Ich wünschte, ich wäre nicht untot. Okay, warte, da hinten ging es doch auch noch irgendwo weiter, ne? War doch so, oder? Genau, da hinten ging es auch noch weiter und nach da unten. Ich könnte mittlerweile wieder ein Bügeleisen gebrauchen. So, weg mit dir. Und so. Und so. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Wann heißt es jetzt runtergehen? Vor allem, was Gothic angeht, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, morgen mit Götterdämmerung anzufangen. Denn das hatte ich jetzt vor, morgen anzufangen. Ich mache das aber als getrenntes Let's Play zu Gothic 3. Weil ich schon jetzt sehr oft mitbekommen habe, dass das nicht mehr Kanon ist. Auch mitunter von dir, Freddy. Daher werde ich das mit von Gothic 3 trennen, vielleicht auch eine eigene Endcard für machen. Ich glaube, hier gibt's nichts. Hier gibt's aber was. Ja, hier gibt's was. Alter, jetzt hört auf. Ah, die Corner. Achso, hier ist noch einer. So, und Freddy, auch für dich als Info, was Entsprouted angeht, es wird jetzt erstmal auch noch ein Stream kommen, wo ich dann hier aufnehme und so weiter und dann nach Entsprouted, also als Ersatz für Entsprouted,
kommt dann hier Kingdom Come bei mir. So. Komm, die Äste nehmen wir auch mit. Und dann mache ich quasi erstmal eine Weile Pause von Enshrouded, bis das nächste Update da ist, weil wir haben hier einfach im Grunde alle bisherigen Quests erledigt, die momentan möglich sind. Abgesehen jetzt von den Hallen der Erloschenen. Und dann wird mit Enshrouded irgendwie später erst weiter, wenn wir dann wieder ein Update haben oder ich ein anderes Let's Play quasi beendet habe, wie Enderal zum Beispiel. Wenn das beendet ist, würde ich vielleicht auch wieder zu Enshrouded wechseln, zurück. Okay, eine riesige Halle. Und zu viele Spawner. Jetzt erstmal will ich wissen, was muss ich hier machen? Wahrscheinlich wieder Schlüssel finden. Ja, ihr seht da schon Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie viele Schlüssel brauchen wir? Autsch. Da oben ist noch einer. Der Große schon wieder. Ja, super. Diesmal sogar Stufe 20. So. Ich glaube, den Kampf gegen ihn, oh. 12 brauche ich. Und lass mich raten, der hat auch einen Schlüssel. Der Dude. Da ist schon der nächste. Jetzt ist die Frage, kann ich hier hoch? Muss ich hier auch einen machen? Wie komme ich denn da hoch? Schön, wie die hier alle am Rennen sind. Autsch. Oh, sorry. Geh noch mal hier hoch. Und dann von hier. Hier gab es wenigstens so noch die Möglichkeit. Hab ich Sprengstoff oder sowas? Irgendwas macht sich da gegenseitig Schaden.
Okay, hier komme ich auch ein paar Meter hoch. Oder höher zumindest. Und dann will ich dahin. Wie komme ich nach ganz oben? Da muss es doch noch einen Weg geben. Ach, hier gab es Leitern. Okay. Da kann man auch noch mal hin, okay. So 7 brauchen wir noch. Da oben ist aber noch einer, dann sind es 6. Der Rest müsste also da ganz oben sein. So, 6 fehlen mir noch. Aber jetzt... Jetzt ernsthaft, wie soll ich da nach ganz oben hinkommen? Ernsthaft, müsste hier nicht irgendwo ein Weg sein? Oder vielleicht irgendwas zum Teleportieren oder sowas? Irgendetwas? Die sind alle hinter mir her. Der steckt da hinten fest. Ja, super. Eine Möglichkeit. Genau, 3 Wochen. Ist sie weg und dann muss sie erstmal auch noch selber mit Aufnahmen und so weiter hinterherkommen und den Streamingplan und so. Weg mit euch Fledermäusen. Okay, wie machen wir das mit denen? Kann ich die so anschießen? Haben die als eingesammelt zählen? Ne. Ich glaube, ich muss hier dran vorbei.
oder hier. Okay, gerafft, was ich machen muss. An den muss ich eh noch vorbei. Magier. Muss ich an den vorbei? Geil, die sind runtergefallen. Verdammt, ich muss wieder zu denen. Ich hoffe, die fallen auch wieder runter. Okay, die Knochen für die Su Der nächste fällt da runter. Und tot. Sind wie Lemminge, die. Ich hoffe, das schaffe ich. Ja, okay. Immerhin. So, auch weg mit dir und mit euch beiden. Na, komm, weg. Ach, der ist hier hinter mir. Okay. Wollte schon sagen, wo ist denn der unterwegs? Ich glaube, das führt auch noch mal noch weiter nach oben. Ist jetzt nur die Frage, yo, Spinnen? Ich will mal gucken, ob die das hier überleben würden. Süß. Kommt her, ihr Klein. Autsch. Okay, der eine hat's. Autsch. Nein! Das war jetzt doof. Hätte ich vielleicht nach hinten gucken sollen. Ah, hier. Warte mal auf. Okay. Okay, das wird gefährlich. Aber überlebt.
So, ja, die sind genauso doof. Aber die können schießen. Egal, ich gehe mal hier hoch. So. Jetzt ist die Frage, wo... Da in der Mitte sind noch welche. Wie viele brauche ich noch? Wo ist denn die Tür? Zwei. Okay, also die in der Mitte sind es noch. Nein! Okay, nice. Alle geschafft. Und ich muss da große Viecher auch nicht besiegen. Ja, würde ich neue XP bekommen, würde ich die alle auch kaputt hauen wollen hier. Aber ich bin ja aktuell jetzt für den aktuellen Stand Max-Level hier. Und so lohnt sich nicht jeden Gegner mitzunehmen. So, komm, ich will hier abbauen. Komm. Machen wir so. Und so. Schon sagen, warum trägt das Buch nicht? So. So, hier kann ich, ja. Nice. So. Knochen weg. 74 Bücher haben wir wieder. Perfekt. Also die Bücherkiste, die wird definitiv noch voll. So, besten Heiltrank, perfekt. Ich hoffe, die sehen mich noch nicht. Doch, die haben mich gesehen. Ähm.
Nein, der Magier hat mich erwischt. Mit euch. Okay, ich stecke hier fest. Jetzt aber. So schön Ektoplasma sammeln. Die haben jetzt aber hier keinen Spawner hoffentlich, oder? Und weg mit dir. So. Obwohl, warte mal. Ich will hier einmal kurz was schauen. 34 Blöcke können wir schon mittlerweile machen. Was fehlten uns denn noch? An Blöcken. Ja, eigentlich, was ich mitbekommen habe, 36 Blöcke, glaube ich, waren das. Also zwei Baublöcke fehlen mir noch, also zwei Arten. Warte mal, bevor wir dahin gehen, ich repariere vielleicht mal einmal meine ganzen Sachen. Weil ich glaube, da müssen wir fliegen. Oder, also, erst mit den Greifhaken-Dingern da. Und dann weiter fliegen. Vielleicht laufen wir langsam, damit Ausdauer getankt ist. Ich muss aber sagen, ich finde diese Dungeons geil. Vor allem, die sind riesig. Ah, okay. Nicht weiter fliegen, weiter Greifhaken. Okay. Ja.
Okay, Hundi geht woanders hin. Hä, wo kommt... War hier noch einer? Nee. Okay, ich dachte, mir wäre noch einer. Kommt doch bei meinem zweiten Hundi. Okay, und wieder mit dem Greifhaken. Ach, hier ist nur einer. Okay. Ich dachte, irgendwo aus dem Nix kommen jetzt gleich wieder so eine Armee. Obwohl, warte, hier geht's ja weiter. Aha, ich kann auch dahin. Okay, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Alter, jetzt erschreckt mich noch wegen dem Hund. Da lebt er immer noch. Ich würde mal gucken, dass ich den Weg mal ausprobiere. So, außer nochmal tanken. Ah, okay. Das führt nur zu einer Sackgasse. Aber da ist was. Also ein Sarg zum. Das quasi wie eine Truhe ist. Seelenspalter-Axt, Nahkampfwaffe. 290 Haltbarkeit. Auch 40 Schaden. Die behalte ich auch mal, oder warte. Okay, die sieht richtig nice aus. Und der Name gefällt mir auch schon. Ach, hi Paschi. Nee, leider nicht ausgeschlafen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen heute nur kurzer Stream. Also ein paar Stündchen werde ich machen, definitiv. Aber ich werde heute definitiv auch früh ins Bett gehen. Ich glaube, das war das Weg. Ja, da war wild gestern mit Geogesser, definitiv. Vor allem das mit dem 7-Eleven in Taiwan um 5 Uhr morgens, ey. Alter, übertreibt. Das ist auch gerade sehr wild.
So wegen denen bin ich los. Ah, noch mehr Magier. Ich glaube, alle erledigt. Jetzt noch mal so ein Bügeleisen. Okay, hier könnte ich jetzt einmal zur Not die Waffe wechseln. Nice. Auf dem Nacken von Mutti zu Meckes dürfen ist auch geil. Wenn die einen dazu einlädt. Ah, okay. Die legendären können da also einen Einschlag. Okay. Vor allem die Waffe sieht auch einfach geil aus. So, ich hoffe, du bringst mir ein Glas mit, ja? Ja. Bevor er seine Magie wirken konnte, noch besiegt. Perfekt. Boah, das liebe ich. Wenn die Magier vorher besiegt werden, bevor die noch zaubern konnten. So, dann nehmen wir auch mal alles mit. Ich glaube, den Knüppel behalte ich jetzt erstmal. Also benutze den jetzt erstmal. Obwohl, warte mal. Was hat der? Der macht Schnitt, der macht Stich und Wucht. Ich probiere beide einmal aus, nachher. Oder gleich. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. So. Ah, immer das hinsetzen. Ich finde, das mit dem Hinsetzen hätten die vielleicht auf eine andere Taste legen sollen. Von da kamen wir. Also da lang. Obwohl, ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal kurzes Toilettenpäuschen, ja? Dann wäre ich gleich wieder da.
So, ich setze mich hier mal hin. Vielleicht kann das, bringt das was hier? Nee, das bringt nichts. Fahren in der Nähe. Aber ich wäre gleich wieder da. Ist